Hallo und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. Dann habe ich die nächste Frage. Eine Mama hat mich gefragt, sollte ich mein hochbegabtes Kind, 12 Jahre, erst jetzt festgestellt, anders, behutsamer behandeln, wenn es um den Schutz der Manipulation und Ausnutzung durch den Kindsvater geht, oder eher offener mit ihm reden? Das Kind war schon immer sehr empfänglich für Emotionen auf der nonverbalen Ebene. Also mein erster Gedanke, ich bin ja keine Pädagogin, ja, ich bin auch keine Therapeutin. Der erste Gedanke ist, ich würde nicht, weil die Kinder in bestimmte Schubladen gepackt werden, entweder hochbegabt oder ADHS oder was weiß ich, ja, die Kinder unterschiedlich behandeln, ja. Dein Kind begleitest du immer dann am besten, wenn du es vorlebst. Du kannst Kindern halt nichts erklären. Du kannst es aber vorleben. Und je authentischer du selbst auftrittst, je glücklicher du selbst bist, je souveräner du agierst, all das saugt dein Kind auf. Egal, ob es hochbegabt ist, ob es hochsensibel ist, ob es selber ADHS hat, ja. Das Kind saugt es auf und wird sich dann an dir orientieren. Kinder spüren das, wenn ein Elternteil anders ist oder ambivalent ist, ja, oder bindungsintolerant ist oder nicht bindungsfähig ist, ja, wenn es daran hapert. Und sie brauchen einen Elternteil, der klar und souverän dasteht, wie der wunderschönste Leuchtturm. Klar, stark auf einem festen Fundament. Und solange wir uns fragen, wie erklären wir was den Kindern, dann sage ich mal, lass es mit dem Erklären. Leb es vor. Leb es vor. Zeig deinem Kind, in dem du ein wunderbares, erfülltes Leben hast, was es heißt, die andere Seite zu wählen. Ja, beziehungsweise wie es heißt, wenn man liebevoll miteinander umgeht, verständnisvoll, rücksichtsvoll, wenn man Verantwortung übernimmt. Und wenn du da selber nicht stehst, weil du tagtäglich Angst hast und dir Sorgen machst, dann ist das der Ansatzpunkt, wo du arbeiten solltest. Mach dir da keine Gedanken darüber, was du deinem Kind oder wie du dein Kind begleiten kannst, sondern mach dir Gedanken darüber, wie du in eine Haltung findest, in ein Alltagsdenken, in ein mentales Mindset oder zu einem Mindset findest, wo du total stabil dastehst und die Dinge sich auf einmal wie Puzzleteile zusammenfügen, wo du so unabhängig davon wirst, was dein Ex für Mätzchen macht. Wenn du nur noch mit den Schultern zuckst, aber er dich nicht trifft im Innern, nicht mehr treffen kann, weil du total stabil da bist. Ja? Also. Und dann kann ich dir natürlich wärmstens meinen Club der mutigen Mütter empfehlen. Ja? Da kannst du das wunderbar trainieren. Okay. Hat dir diese Folge gefallen?
dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.